Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zumindest geht es heute mal um meine Meinung zum Thema den Masken, also diese Maskenpflicht, die kommen wird ab nächste Woche. Ich sage euch eine Sache, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so mit Maske einkaufen zu gehen, aber ich hab mir so eine Maske mal gekauft. Masken habe ich schon. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil die sind in einem anderen Zimmer und nee, ich will jetzt auch nicht hinrennen. Nee. Aber zumindest zur Maskenpflicht sage ich euch nur eine Sache. Ja, vertraut der Politik, würde ich mal sagen. Also, keine Ahnung, also. Mit Maske rumzulaufen, einzukaufen zu gehen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee, Leute, nee, einfach nee. Ich weiß nicht, also, es kommen Lockerungen, es wird alles besser, sage ich mal, aber mal Geduld haben, Leute. Ich hoffe, dass der Impfstoff bald da ist, zum Thema kein Corona mehr, weil es wäre besser so, wenn wir den Impfstoff hätten, dann wird es aufhören zu hamstern, Leute. Wirklich, dann wäre es ja wirklich vorbei. Die Leute würden nicht mehr Toilettenpapier kaufen, weil ich war im Laden. Und jetzt haben sie so riesige Paletten jetzt schon gestellt vom Thema, ne? Ihr hamstert, jetzt bekommt sie, ne? Ihr wollt es, ihr kriegt es, nach dem Motto. Sind jetzt die Läden jetzt schon so eingestellt halt. Und ja, ich sag euch nur so. Ja, Corona ist halt immer noch da und wir halten uns alle dran. Wir haben Homeoffice jetzt alle, auch Schule und alles und ja, keine Ahnung. Vertraut der Politik, was kann man sonst machen? Also nicht die Hoffnung aufgeben, Leute. Immer schön den Kopf oben lassen und ja. Die Maskenpflicht, halte das ein. Macht keine Corona-Partys. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt Gesundheit der anderen, weil ich habe hier auch selber ein paar halt, die gehören zur Risikogruppe, deswegen, ich halte mich auch dran. Und ja. Es ist immer so eine schwere Zeit, ich weiß, aber wir müssen zusammenhalten, Leute. Nur wir zusammen. Nur wir schaffen es gemeinsam. Ich hoffe ganz ehrlich, ihr haltet euch dran an diese Maskenpflicht und so, weil ich würde nicht unbedingt Strafe gern zahlen wollen dafür. Ja, diese Geldbußen sind eben halt noch dafür da, ne? Deswegen haltet euch dran und ja, ansonsten genießt trotz allem das schöne Wetter. Macht draußen eure Hausaufgaben. Also so ein schönes Wetter draußen. Man kann da auch Hausaufgaben da machen, weil ihr die Hausaufgaben jetzt aufbekommen habt. Ich habe da welche. Ich mache das auch jetzt draußen. Deswegen also, ein schönes Wetter haben wir. Genießen wir mal das Wetter. Auch wenn das Freibad jetzt nicht auf hat. Schade drum, aber ihr wisst ja, wir sind da noch alle dann noch in der Krise drin, ne? Ich würde liebsten auch gerne jetzt gerne im Freibad oder so, im Schwimmbad zumindest, oder auch mal gerne im Kino und so, aber nein, das wird jetzt alles flach. Ich lebe gut, sag ich mal, also mit den Konsequenzen. Also für Kino habe ich Disney Plus, sag ich mal. Und für ein Schwimmbad, ja, gehe ich baden. Zu Hause. In der Badewanne. Ich habe noch keinen Pool, also so einen Whirlpool habe ich da noch nicht, aber komme ich auch irgendwann mal bestimmt. Wie auch immer, ich merke, das Video wird ein bisschen zu lang. Like mir gerne das Video und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen mit einem anderen Video, denke ich mal, aber auch, sage ich wahrscheinlich meine Meinung zu irgendwas oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Spontan überlege ich mir was. Wie auch immer, haut gerne rein, bleibt gesund und tschüss.